Ach so, das will ich noch an der Oberfläche machen. Ich kann ja mich momentan gar nicht verteidigen. Ach ja. Krass, ey, jetzt nehme ich schon 25 Minuten auf. Kommt mir überhaupt nicht so lange vor. Das sind fast 2 Folgen und wir haben kaum was geschafft. Krass, ihr werdet mich hassen. Ich glaube, bei 30 Minuten fange ich dann mal ein Thema an, ne? Weil es auch blöd, wenn ich jetzt mit einem Thema anfange, das dann 5 Minuten erzähle und dann ist die Folge für euch vorbei. Gold! Yippie-yeah! Ist hier voll die Goldquelle, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ist es, aber ich meine die mega tolle Erzequelle. Voll viele Erze und so. Wenn jetzt noch Dias auftauchen, bin ich zufrieden. Oh, ich habe letztens nochmal in einem Varo Review Rebacked Gedöns-Video gesehen, da so mit alle Tode nochmal den Tod von Phasen. Und ich muss echt sagen, alter Finne, ey, das ist so bewegend, der hat das so krass gemacht. Ich krieg echt richtig Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und wie gesagt, der Tod von Simon war das allererste Mal, dass ich ihn quasi eine Art Film oder so, mir eine Träne die Wange runtergelaufen ist. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so sehr mit den beiden mitgefiebert habe. Und dann war ich hinterher, nachdem ich das gesehen habe, auch total enttäuscht, wie ich den Tod hier im Let's Play von mir gemacht habe. Voll unspektakulär. So, im Nachhinein hätte ich das eigentlich lieber noch richtig krass bearbeitet. Aber das heißt, ihr dürft euch umso mehr aufs nächste Mal freuen, wenn wir sterben. Das wird nämlich ein richtig schöner Augenschmaus. Oder wenn wir fast sterben, dann werde ich da nämlich auch eine riesen Show draus machen. Haha. Okay, machen wir eine Abmachung, ja? Wir suchen jetzt so lange nach Diamanten, bis wir auf eine Höhle stoßen. Und sollten wir auf eine Höhle stoßen, dann gehen wir wieder nach oben, um erstmal Schafe zu finden und dann uns ein Schild zu basteln. Weil ohne Schild in der Höhle ist halt einfach richtig lebensgefährlich. Besonders auf Hardcore. In letzter Zeit habe ich auch wieder sehr viel Lust auf Hörbücher aufnehmen. Was dementsprechend natürlich heißt, dass. Was heißt das dementsprechend? Ich habe keine Ahnung. ich sammle hier mal ganz kurz alle Kohle ein, damit wir die wieder gerecht aufteilen können. Ja, ich habe sehr viel Lust auf Hörbücher aufnehmen und daher nehme ich in letzter Zeit wieder sehr viel Hörbuch auf. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Öfen haben wir sogar, ne? Aber ich sollte trotzdem auf 7 gehen, damit wir genug für weitere Fackeln haben. Achso, das passt ja nicht dazu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Den nehme ich für weitere Fackeln. Zack. Zack. Erstmal die Kohle rein und dann genau schauen, wie wir das weiter aufteilen. So, wir haben nur noch Eisen und Gold. Und wir haben 6 Öfen. Wir haben überhaupt nicht 6 Öfen. Und wie fehlt da einer gerade?
Wir haben 6 Öfen, aber einer ist gerade noch besetzt. Naja, egal. So, hier kann noch was rein. Gut. Ja, 29 Minuten, allerdings noch fehlt noch ein bisschen was wegen am Anfang Rumgeplörre. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich nach 30 Minuten mal mit einem Thema anfange, aber irgendwie bin ich so langsam durch mit Aufnahmespaß. Heißt, dass wir die Aufnahme gleich erst fürs Erste unterbrechen werden, bevor es dann demnächst weitergeht. Was für euch natürlich überhaupt keinen Unterschied macht, ne? Es macht für euch macht es nichts aus, ob wann ich eine Aufnahme beende, weil es kommt mindestens alle 2 Tage eine Minecraft-Folge, jetzt wo das neue Projekt gestartet ist. Und ja, ihr habt immer genug Minecraft von mir zum Konsumieren. Gut, Leute, dann hoffe ich, dass ihr euch wieder einigermaßen gut unterhalten konntet. Ich weiß, die beiden letzten Folgen waren jetzt nicht so mega spannend, aber wir haben doch jetzt schon einiges erreicht, haben eine ganze Menge Eisen und Gold. Und insofern können wir beim nächsten Mal gut weitermachen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Eure Ukulele. So, Hallöchen. Willkommen zu einer super professionell aufgenommenen Minecraft-Hardcore-Folge. Ja, ich habe es aus welchen Gründen auch immer geschafft, dass mein Druckprogramm nicht ordnungsgemäß aufgenommen hat. Ich habe gerade sogar eine Idee, woran es liegen könnte. Und zwar ist nämlich am Ende dieser Aufnahme die Festplatte vollgegangen. Und man hört es schon, anscheinend ist der Ton in-game auch nicht synchron. Also da hat anscheinend das Aufnahmeprogramm auch nicht so ganz richtig mitgemacht. Und das, obwohl ich am Anfang der Folge noch so froh war, dass alles so wunderbar flüssig gelaufen ist. Naja, auf jeden Fall muss ich das Ganze jetzt nachvertonen und ich bin da... Achso, genau, ich öffne die Truhe immer wieder, um zu gucken, ob der Ton jetzt richtige Lautstärke hat. Und ja, achso, noch eine Sache. Mein Aufnahmeprogramm ist so toll und cuttet immer nach einer bestimmten Minutenanzahl. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau nach welcher. Auf jeden Fall werdet ihr das zwischendurch dann auch mitkriegen, wann diese Cuts denn sind, weil da muss ich dann halt eben die nächste Videodatei öffnen. So, auf jeden Fall, worüber kann man denn in so einer tollen Folge reden? Zum Beispiel könnte man mal reden über, und jetzt haltet euch fest, YouTube allgemein. Ja, ist, glaube ich, eins der Themen, über das ich so viel geredet habe, wie über fast kein anderes, was einfach daran liegt, dass mir diese Plattform anscheinend sehr am Herzen liegt und es mir sehr wichtig ist, was darauf abgeht. Denn was auf YouTube abgeht, ist irgendwie momentan alles nicht so toll. Und ich habe letztens sogar einen Kommentar unter einem Video geschrieben, wo ich gesagt habe, ey, ganz im Ernst, wenn das alles so weitergeht, bin ich hier etwa auf der falschen Plattform oder was? Denn ich werde zurzeit wieder von einer ganzen Menge Dingen, da habe ich so das Gefühl, dass die gründlich verkehrt laufen. Und eine von diesen Sachen ist zum Beispiel Product Placement. So, Product Placement im Grunde ist ja eine ganz gute Sache. Ne? Ein Künstler und eine Firma denken sich, oh, wir haben ähnliche Interessen, dann lass uns doch mal für eine Weile zusammentun und dafür, dass du ab und zu mal unseren Namen sagst, kriegst du tolle Produkte von uns und ein bisschen Geld. Und falls ihr das Knatschen im Hintergrund hört, ich mache hier gerade so meinen Rollladen, heißt das Ding, glaube ich, runter, weil es draußen langsam dunkel wird und ja, ne, macht man ja so. Auf jeden Fall. Ne? Was hat jetzt gesagt? Sie tun sich zusammen und dann sagt der eine ein paar Mal den Namen und dann kriegt er dafür Geld und tolle Produkte. So. Und im Grunde haben wir als Zuschauer da keinen Schaden von. Und ja, wenn das so wäre, dass das ab und zu mal vorkommt oder, keine Ahnung, so wie zum Beispiel bei Unge, sich ein Künstler jetzt ein
eine Firma oder ein Produkt sucht und sagt, ja, das schnappe ich mir mal so für einen bestimmten Zeitraum und da in der Zeit werbe ich halt immer mal wieder für dieses eine Produkt. Dann wäre das alles okay, wenn da so, keine Ahnung, jeden Monat ein Product Placement Video käme. Hätte ich da überhaupt kein Problem mit. Allerdings gibt es jetzt bestimmte Personen und Künstler, wo man mittlerweile echt das Gefühl hat, dass das jede Folge von denen so ein Product Placement ist. Das sind dann zum Beispiel so Leute wie Dr. Allwissend, Mr. Trashpack und auch beim Klavinova habe ich mittlerweile das Gefühl, dass echt jede Folge wieder da steht, unterstützt durch Produktplatzierung. Und ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile in der Let's Play-Szene das immer mehr losgeht, dass immer mehr Sachen, Product Placement hier, Product Placement da, nochmal ein Product Placement hier unterstützt durch Produktplatzierung. Und das ist einfach mittlerweile echt richtig übertrieben. Und das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, dass die Videos nicht mehr produziert werden, weil man Bock auf ein cooles Video hat, sondern dass die Videos einfach nur noch produziert werden, weil man damit Geld verdient. Und ich denke so, ja, aber das sollte einfach definitiv nicht der Hauptgrund dafür sein, dass man ein Video produziert. Der Hauptgrund, dass man ein Video produziert, sollte immer noch der Spaß dahinter sein und die Lust, Leute zu unterhalten. Und wenn man merkt, dass dann nicht mehr so wirklich viel Spaß dahinter steckt oder nicht mehr hauptsächlich der Spaß dahinter steckt, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man mit YouTube noch an der richtigen Adresse ist. Oder wenn man merkt, dass man halt einfach zu wenig Geld mit YouTube verdient, um davon leben zu können, ob man dann wirklich YouTube noch betreiben sollte, um davon zu leben. Oder ob es dann nicht einfach Sinn macht, irgendwie entweder einen richtigen Schlussstrich unter die Sache zu ziehen und zu sagen, okay, ich höre dann jetzt lieber mal auf mit YouTube und wende mich einem, in Anführungszeichen, richtigen Beruf zu, wo ich dann halt mein Geld verdiene, von dem ich leben kann. Oder ob man dann halt in so einem Fall sagt, ja gut, dann kann ich YouTube jetzt halt nicht mehr hauptberuflich machen, sondern muss das so nebenbei machen und mal schauen, wie das dann klappt. Ist halt einfach die Sache. So ist das Leben, so müssen wir alle damit klarkommen. Wenn ich von der Sache nicht leben kann, dann kann ich von ihr nicht leben und dann muss ich Sachen machen, um davon leben zu können. Aber es ist scheiße, wenn man das auf dem Rücken der Zuschauer austrägt, indem man halt nur noch Product Placement Videos macht. So, ich find's extrem nervig, wenn Dr. Allwissend am Ende von quasi jedem seiner Videos sagen muss, dieses Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Wasch dir die Haare, keine Ahnung. Oder wenn man bei Mr. Trashpack am Ende von jeder WhatsApp-Folge nochmal hören muss, ja Leute, und jetzt hab ich nochmal was Tolles für euch. Ja, schön. Du musst nicht immer was Tolles für uns haben. Du hast jede Woche mehrere Videos für uns. Das ist toll genug. So, und an der Stelle war jetzt die erste Videodatei zu Ende. Deswegen, weiß ich gerade auch nicht mehr ganz genau, wo ich war. Ich war, glaube ich, irgendwo dabei, euch zu erzählen, dass Mr. Trashpack uns nicht in jeder Folge irgendwas Tolles anbieten muss. Und auch nicht, dass der Klavinova uns irgendwie in 3 oder 4 Folgen von sich davon erzählen muss, dass Adel Tawil unsere Lieder macht. Yeah, ist ja toll, dass er das macht und ist ja auch völlig okay, wenn du das in einem Video erwähnst, weil du machst Musik und er macht Musik, dann kann man das schon mal erwähnen, aber man muss dann nicht in 3 oder 4 seiner Videos erzählen. Und ja, das ist eine Sache, die mich zurzeit auf YouTube echt stört und wo ich hoffe, dass das Ganze sich in der nächsten Zeit nochmal ein bisschen verändert und vielleicht wieder ein bisschen weniger wird. Ne, wie gesagt, ich habe im Grunde kein Problem damit, wenn man sagt, so, von allein den Werbeeinnahmen auf YouTube kann ich nicht leben, ich muss hin und wieder mal ein paar Placement machen, ist voll okay, aber ich muss immer Product Placements machen, das ist ein ganz klein bisschen anstrengend.